Boah, leider schaut es mich an. Nach 36 Tagen zu Hause kann ich nicht einmal mehr mit dem Pantusch auftragen. Schau. Unfähig. Hey Partypeeps, da sind wir mal wieder, yay! So, irgendwie habe ich die Angewohnheit, meine Intros immer in der Früh zu drehen, wenn ich so richtig feuchtet am Show. Also, ich habe jetzt diese zwei Teile. Ich gehe mal zurück. Und die sind nämlich von meiner Mama, weil meine Mama war nämlich ausgemistet vor kurzem, ja. Also die hat auch schon den Quarantäne-Koller und hat sich gedacht, sie muss unser ganzes Haus ausmisten. Und mein Vater hockt nur da und denkt sich, ja, mach ruhig, Frau, schmeiße nicht alles weg. So. Und meine Mutter hat mir dann Fotos geschickt von den Klamotten, die sie von sich selber halt und von meinem Papa ausgemistet hat. Und da hat sie dieses Kleid eben fotografiert. Das ist schon uralt. Wie ihr vielleicht in einem anderen Video schon gesehen habt, habe ich ja einiges an Lochspitze gepinterestet. Und ich habe nur gedacht, wie cool ist das? Ich nehme das und mache was Geiles draus. Also der Zipper geht nicht. Und ich finde, das Design zwar hier oben ganz cute, aber das unten mit diesem Zickzack-Ding ist ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Aber trotzdem finde ich das ganz geil. Und von meinem Vater hat sie einige Hemden ausgemistet und da habe ich immer gesagt, hey du Mom, Hemden brauche ich immer. Aber das Hemd gefällt mir eigentlich voll gut, weil das so ein ganzer fetter Flanell ist. Und ich will aus dem Hemd meine Hose machen, weil ich mache sonst immer Oberteile. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme das Hemd als Hose her und der Stoff würde sich auch dafür eignen. Also von dem her habe ich mir gedacht, als heutige Challenge probiere ich mal daraus ein Outfit zu machen. Genau. Also mein Plan ist, dass ich tatsächlich so viele Details von dem Hemd behalte as possible. Also zum Beispiel diese coolen Taschen, weil die sind irgendwie specialiger wie normale Hemdtaschen. Und eventuell auch diese Manschetten-Dingsbums, die heißen wahrscheinlich. Oh Gott, das hat mir mal jemand geschrieben, dass das nicht Manschette heißt, sonst irgendwie anders. Egal, die Dinger. Und ja, vielleicht da die Knopfleiste oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das Design angeht, weil vielleicht mache ich so eine Paperback Waistband, wie ich eh schon letztens gemacht habe. Oder ich mache mit der Knopfleiste so eine Sailor Pant. Wisst ihr, so eine, wie heißt die auf Deutsch? Quasi Matrosenhosen? Ich weiß nicht. Also die man mit den, bei den Knöpfen, das ist da an der Seite vom Körper hier und hier. Dass man die da aufknüpft oder so. Let's see. Aber bevor ich jetzt anfangen kann, muss ich mich jetzt ganz kurz entscheiden, welche Richtung ich gehe will. Oh Gott! Okay, Partybeeps, ich habe mich jetzt leichtsinnigerweise dafür entschieden, so eine Sailor Pants auszuprobieren, obwohl ich null Peil habe, wie ich das machen soll. Aber ich komme schon irgendwie drauf. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass wenn ich jetzt diesen, den Kragen an meinen Rücken halte, dass der urschön anliegt. Von der Form her. Und dementsprechend habe ich jetzt mal vor, den Kragen vielleicht so als Rückbund zu verwenden und die Cuffs für vorne oder so, weil das ist ja ziemlich dieselbe Dicke. Ja, so halbscharig. Und das wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, jetzt haue ich mich in die Sonne und trenne es mal auf. Okay, Guys, ich habe jetzt da angefangen aufzutrennen und dann ist mir aufgefallen, hey, und was ist, wenn ich einfach diese Manschettenöffnung als Sailor Pant hernehme? Und dann habe ich mir jetzt meine Hose genommen, die mir gut passt. Und da ist es halt so, dass die Öffnung 18 cm, also der ganze Öffnungsmechanismus geht 18 cm von meiner Hüfte runter. Und hier sind das nur 15. Ich meine, es wäre ja dann zweimal 15, 15, aber das ändert ja trotzdem nichts, dass es da wahrscheinlich für meine Hüfte ein bisschen weiter runtergehen müsste, sonst käme ich nicht über meinen Arsch drüber quasi. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich dann hinten in den Bund vielleicht an Gummi rein tue und den Bund eigentlich größer mache, dann müsste ich da eigentlich über meinen Arsch drüber kommen. Und dann könnte ich das als Opening hernehmen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, ich werde mal den Plan weiterverfolgen.
Also habe ich jetzt einfach mal bei beiden Ärmeln diese Manschetten geseam-ripped, also Naht aufgetrennt. Und ja, werde jetzt aber erstmal kurz zur Seite legen und mich den Ärmel zuwenden. Eben das da oben möchte ich eben erhalten, das möchte ich benutzen. Und ich tue jetzt das erstmal abschneiden und zwar von der Länge her so, dass etwa eine Hose draus gemacht werden könnte, so. Und dann tue ich nochmal der Längs nach hier aufschneiden und breite mal den ganzen Ärmel jetzt so aus. Und das wird eben eine Vorderseite. Und für die Vorlage quasi, für meine Vorderseite, nehme ich eine passende Shorts her. Also die sitzt genau, die Shorts. Das soll ich genau kopieren, also mit Nahtzugabe von 1 cm. Voila, das ist eben dann eine Vorderseite. Und für die Rückseite werde ich jetzt erst einmal kurz mal checken, wie lange ich das etwa brauchen werde. Ah, perfekt, das geht sich genau unter der Achsel aus. Wunderbar. Tue die ganzen Taschen einmal weg. Unten das Ganze begradigen, also dass ich so einen langen Stofffetzen rauskriege, das ist mein Ziel. Und dementsprechend durch das jetzt ausschneiden, dann habe ich einen sehr, sehr langen Stofffetzen, den ich brauchen werde für 2 Hinterteile, also rechts und linke Arschbacke, so. Und genau, das lege ich jetzt übereinander, damit ich dann auf jeden Fall 2 deckungsgleiche Teile hinkriege. Und jetzt messe ich da mal unten den Vorderumfang quasi von meinem Oberschenkel aus, das sind 28 cm und gemütlich ist es für mich mit 70. Die Differenz davon ist 43, dementsprechend tue ich das einmal eintragen und die Höhe von meiner Länge der Hose durch an übertragen, dann messe ich nach oben und für mich ist quasi eine Arschrundung zwischen 12 und 15 cm ideal. Wenn ihr das von einem eigenen Hintern quasi nicht wisst, könnt ihr auch von einer Hose quasi einfach diese Rundung kopieren. Und dann schneide ich dort rein, wunderbar. Und schon habe ich mein Rückteil. Yay! Und das habe ich natürlich doppelt, weil ich hatte es ja doppelt gelegt. Und jetzt kann ich das Ganze zusammennähen. Wunderbar. Zuerst habe ich mir überlegt, ob ich die Taschen, also weil ich mich zu hinteren Taschen machen, aber die werde ich jetzt noch nicht drauf nähen, weil ich noch nicht wirklich abschätzen kann, wo die dann am Ende landen. Deshalb weiß ich mir noch nicht drauflegen. Das sind jetzt auf jeden Fall mal alle Teile, die ich so ausgeschnitten habe, damit ihr nochmal seht, woher die jeweils kommen. Und jetzt kann ich endlich anfangen zusammenzunähen. Und zwar, das ist jetzt ein Hinterteil, also eine Seite von hinten und die passende Vorderseite dazu. Lege ich jetzt mal an der Seite auf, durch Seite, Seite zusammennähen und diese innere Schrittnaht, also die innere Beinnaht, Entschuldigung, durch A zusammennähen. Wunderbar, rechts und links. Das dann jeweils auch versäubern und dann durch diese 2 Beine quasi ineinander verschachteln. Rechts auf rechts, damit ich quasi diese Schrittnaht, dieses große U aneinander kleben habe, rechts auf rechts, das soll ich dann zusammenstecken. Da hast du wirklich immer von der Mittelnaht nach oben arbeiten, weil oben kannst du immer noch was wegschneiden, wenn ihr nicht sauber genug gearbeitet habt, aber ja. Und dann habe ich das quasi fertig und jetzt tue ich die Manschette da vorne mal rein und misse mal aus, wie weit sie geht quasi bis zu der Mittelnaht und das tue ich mir einzeichnen, weil ich habe eben vor, diese Manschetten eben für vorne zu benutzen und nutze es einfach schon aus, dass da schon ein Knopfloch drin ist. Gut, jetzt habe ich mir da die Mittellinie markiert und das mache ich natürlich bei der anderen Seite auch. Und das werde ich dann abschneiden und zusammennähen und dann habe ich quasi vorne dieses Lätzchen, habe ich dann mit der Manschette gemacht. Genau, Nahtzugabe natürlich nicht vergessen, bitte, bitte. Und ihr müsst dann auch noch, wenn ihr das nachmacht, oft ist da so ein Top-Stitching oben und so, das müsst ihr davor auftrennen, weil sonst könnt ihr das nicht gescheit zusammennähen. Das tue ich dann rechts auf rechts so ineinander verschachteln, drüber nähen, glatt bügeln, auseinander bügeln und dann habt ihr ein wunderschönes Lätzchen, Manschettenlätzchen für vorne und dadurch das dann einfach die Hose dazwischen sandwichen, stopft es da rein und pinne es fest und nähe da einfach drüber und schon habt ihr quasi das vordere Lätzchenteil angebracht, sag ich jetzt mal. Und das hat tatsächlich besser funktioniert, wie ich dachte. Also es ging ganz knackig und das finde ich eigentlich schon echt ganz lustig aus, muss ich sagen. Und ja, nachdem machen wir den ganzen Restteil und jetzt habe ich dann nochmal kurz gecheckt, ob das zufällig passt hier. Und oh mein Gott, schaut euch das an, mit Nahtzugabe ideal. Also man hätte es nicht besser berechnen können. Ich habe das übrigens nicht ausgerechnet oder so. Das war reiner Zufall, dass es so gut passt. Also ich war wirklich sehr... sehr happy. Gut, kommen wir zum hinteren Teil. Ich habe jetzt da von dem Plan, das oben herzunehmen, habe ich jetzt Abstand gehalten, weil das war mir alles zu komplex. Deshalb nehme ich das da hinten, weil ich jetzt ja ein viel größeres Hinterteil habe. Also das Hinterteil ist ja jetzt quasi zu groß eigentlich für meinen
Booty. Und da muss ich ja dann später noch einen Gummi reintun, weil das brauchte ich ja, weil sonst kriege ich es nicht über den Arsch drüber. Deshalb musste ich jetzt quasi einen anderen Plan nehmen und konnte nicht den Kragen hernehmen, sonst muss definitiv ein größeres Teil kreieren, was ich hier mache. Da habe ich jetzt die Breite gemessen, die ich brauche, auch mit Nahtzugabe und so. Das habe ich dann ausgeschnitten. Und werde es jetzt auch mit diesen kleinen Restmanschettenteilen rechts auf rechts einfach zusammennähen. Und stecke das jetzt hier zusammen, dann müsst ihr auch wieder ein paar Top-Stitching-Sachen auftrennen, bevor ihr das machen könnt. Und dann nähe ich dann auch einfach drüber, zack, zack, zack. Und dann wieder natürlich glatt bügeln, auseinanderbügeln, ganz, ganz wichtig. Das ist dann einfach viel leichter zu machen. Und genau, das schaut dann so aus, da ist es auseinandergebügelt und dann natürlich nochmal die ganze Nahtzugabe nach innen gebügelt, hier, also die ganze Länge entlang, weil dann könnt ihr das ganz einfach dazwischen sandwichen. So, und das mache ich jetzt mal, also ich stecke das mal alles fest, also den ganzen Hinterbund und werde es jetzt zusammennähen, aber ihr müsst vorne ein kleines Loch lassen, dann wieder ganz normal nähen und hier hinten auch nochmal ein kleines Loch lassen, weil ihr müsst hier irgendwie diesen Gummi einfädeln und das nähe ich jetzt einfach zusammen und durch das, dass der Stoff eh sehr, sag jetzt mal, verschiedene Muster hat und sowas, sieht man den Stich gar nicht so wirklich. Also es ist eigentlich ganz praktisch und es ist definitiv die einfachste Art und Weise, sowas so am Bund festzumachen. So, bevor ich jetzt den Gummi reinfädle, werde ich jetzt aber nur so ein bisschen Casing machen für den Gummi, damit er nicht umeinander flutscht, weil der Bund einfach viel breiter ist wie der Gummi. Dementsprechend werde ich jetzt mal da oben einmal einfach mal drüber nähen, quasi so ein Ziernaht von oben und dann markiere ich mir, wie breit mein Gummi ist, dass ich von unten auch noch so eine Naht habe, so eine Anti-Rutsch-Naht, aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht das Loch für den Gummi zunäht, weil lauter übermotiviert. Dann tue ich den Gummi einfädeln, das habt ihr eh schon das mal gesehen, wie ich das mache, und sobald er durch ist, aufpassen, dass er nicht zurückrutscht und dann tue ich den mit der Stecknadel feststecken. Bevor ihr das übrigens festnäht, zieht mal die Hose und schaut, ob der Gummi nicht so lang ist, weil oft braucht ihr so einen Gummi, der ist kürzer, wie man oft denkt, sag jetzt einmal. Und dann natürlich auch noch die andere Seite, dann natürlich noch das Loch schließen und dann habt ihr hinten einen wunderschönen Gummi drin. Und tada, jetzt müsste die Hose theoretisch passen. Jetzt werde ich diese Hinter-Pockets-Dinger drauf nähen, also einfach von oben absteppen. Aber bevor ich das natürlich festnähe, ziehe ich die Hose und schaue, ob sie auf der richtigen Position sind, also die ich will. Und das finde ich, ist für gut befunden. Und dann tue ich das einfach von oben absteppen. Das wurde ja schon einmal von oben abgesteppt, von dem ist da vorne eine Rille drin, da könnt ihr einfach entlang nähen, das funktioniert super. So, wir haben jetzt folgendes Problem, also es ist kein Problem, also da habe ich jetzt die Taschen hingemacht und ich liebe die Hose so far. Es schaut richtig cool aus, wenn ich sie anhabe und alles, also I'm super happy. Jetzt ist halt so, prinzipiell müsste ich eigentlich nur nach unten versäubern und dann ist sie fertig, aber ich habe tatsächlich noch einiges übrig, also viel mehr Klopapier. Lustigerweise hat das mir meine Mutter in dem Paket, wo das drin war, hat sie mir eine Klopapierrolle dazu gelegt, so. Sie wusste, dass ich es lustig finde, also von dem her steht jetzt da. Und auf jeden Fall habe ich da jetzt tatsächlich, das ist noch vom Hinterteil vom Ausschneiden und das ist von vorne, das ist tatsächlich, glaube ich, groß genug, wie man hier sieht, für eine Tasche. Daraus könnte man eine Tasche machen. Aber das bedeutet, dass ich das wieder auftrennen muss und das, obwohl es schon wunderschön versäubert ist mit der Overlock. Aber eigentlich wäre es schon cool, Taschen zu haben. Ich glaube, ich werde das machen und gönne mir die Taschen. Ich werde das jetzt also auftrennen, die Taschen reinbauen und dann habe ich eine geile Hose mit Taschen. So, ich habe jetzt erst einmal den ganzen Reststoff, den wo ich habe, auseinandergeschnitten, damit ich mal so Taschen formen kann. Ja? Da habe ich erst mal geschaut, dass die einigermaßen gleich groß sind. Habe zwar jeweils übereinander gelegt und mache jetzt da so eine Aubergine ein. Das ist so ein Auberginen-Emoji. Keiner. Und das ist dann eure Tasche. Es muss auf jeden Fall eure Hand reinpassen. Also so groß muss es auf jeden Fall sein. Und das habe ich jetzt einfach so kopiert, damit ich es wenigstens rechts und links gleich habe. Und das werde ich jetzt übereinander nähen, also zusammennähen. Dann habe ich zwei Taschen, wunderbar. Die habe ich ja schon versäubert und die kommen dann hier rein. Und jetzt habe ich gemacht, dass ich nur so eine Öffnung aufgetrennt habe. Also im Nachhinein muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich leichter gewesen, wirklich die gesamte Seite aufzutrennen
und die Taschen auch noch nicht vorher zusammenzunähen und dann wirklich einzeln reinzunähen und dann zusammen, das wäre sauberer gewesen, weil so habe ich zum Beispiel hier jetzt zuerst die eine Seite festgenäht, dann habe ich quasi die andere Seite festgepinnt, dort drüber genäht und dann habe ich alles irgendwie probiert im Kreis mit der Overlock zu versäubern. Es hat zwar schon funktioniert, aber ganz ehrlich, es hätte so viel sauberer sein können, wenn ich einfach nur ein bisschen mehr aufgeseam-ripped hätte unten und einfach ganz normal die Taschen reingenäht. Aber well, it's done, it's over, it's fine. Und für unten mache ich jetzt so ein, es ist kein Schrägband, also ich habe das nicht im schrägen Winkel zugeschnitten, aber ich habe auf jeden Fall so ein dünnes Band gemacht, das tue ich jetzt tatsächlich links auf links drauf pinnen. Also ich tue das gerade auf die Innenseite pinnen. Weil ich nämlich so eine, ich würde so einen Pseudo-Umschlagsaum haben. Dementsprechend schlage ich sie jetzt quasi nach außen um und du hast nochmal einknicken, damit die rohe Kante versteckt ist und werde es von oben zweimal absteppen, sodass es ausschaut, als ob es quasi die Hose selber ist und ich habe es nur doppelt umgeschlagen. Aber ich wollte es einfach nicht mit der Hose selber doppelt umschlagen, weil sie mir dann zu kurz gewesen wäre. Und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz cool, weil dann ist es super sauber und die Länge hat sich nicht sonderlich verkürzt. Bevor ich aber euch die Hose zeige, wie sie geworden ist, machen wir mal mit dem anderen Teil weiter. So, das Ding hat ja mehrere Probleme, müsst ihr wissen. Und zwar einmal geht der Reißverschluss nicht. Wo ist er denn? Irgendwo? Genau da. Der Reißverschluss geht nicht mehr. Dann hier hinten wurde er schon mal wunderschön geflickt, wie man hier sieht. Also da war anscheinend mal ein Loch drin. Es sind ja überall, sag jetzt mal, es fällt auseinander. Ja, es gibt einige Stellen, da wo wirklich schon die Nähte reißen. Und dazu muss man sagen, dass da nichts versäubert ist drinnen. Also tatsächlich ist es einfach nur umgenäht, seht ihr das? Und die Kanten sind alle roh. Also es ist mir eh ein Rätsel, wie das so lang gehalten hat quasi. Will heißen, ich werde mir jetzt Trash-TV geben, und zwar volle Kanne, und währenddessen einfach mal wahnsinnig viel aufdrinnen. So, also ich habe jetzt einmal den ganzen Oberteil da getrennt vom Unterteil. Und werde jetzt da etwa 10 cm von diesen ganzen Ärmeln abstecken, weil ich will die ganzen Ärmel nicht behalten, aber nur den Rand der Ärmel, weil dann habe ich dann quasi so einen Halbkreis, den ich dann später noch rüschen werden will. Oh Gott, Deutsch. You know what I mean. Auf jeden Fall mache ich das natürlich auf beiden Seiten, kopiere das quasi von der anderen Seite, damit das gleich groß ist und werde es jetzt einmal dabei weglegen. Gut, dann werde ich einmal den ganzen Rock auseinanderschneiden, weil der besteht ja immer aus so einem normalen weißen Baumwollstoff und dann eben diese Lochspitze und ich werde diese ganzen Teile jetzt voneinander trennen. Habe jetzt quasi viermal weiß und damit alles quasi in der gleichen Webrichtung ist, habe ich die jetzt mal zugeschnitten, damit sie Vierecke sind. Nehme jetzt einen von diesen Viereck, das auseinanderschneiden, damit ich zwei so kleine Streifen habe und die wären meine zwei Träger. Und da kommt dann nämlich dieser Rüschenzweig an. Wunderbar. Jetzt tue ich aber zuerst einmal die Enden von dem Rüschenzweig versäubern, doppelt umgeschlagen. Dann tue ich die Mitte eruieren von meinen kleinen Streifen, tue die Enden feststecken und alles dazwischen einmal reihen, damit ich das so gerüscht habe. Dann tue ich einmal schnell drüber nähen und dann tue ich das da alles zumachen. Also ich tue das alles dazwischen sandwichen und das ist ein bisschen eine Fieslerei, aber es lohnt sich voll, weil dann könnt ihr einfach entlang hier nähen, tak, 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 und dann einfach alles umdrehen und die Rüschen kommen quasi aus dem Nichts. Es ist super sauber und ihr habt euren wunderschönen Träger. Uhuhu. Und das mache ich natürlich bei der anderen Seite genauso und natürlich nochmal flachbügeln. Wunderbar, jetzt habe ich meine Träger. Jetzt nehme ich nochmal ein neues von diesem weißen Teil, tue die wieder in der Hälfte auseinanderschneiden und dann rechts auf rechts, man sieht keinen Unterschied, wo rechts und links ist, aber ich tue sie zusammennähen, sodass sie quasi einen Circle bilden und der sollte über eure Schultern drüber gehen, aber nicht komplett über eure Brüste drüber rutschen, sondern so locker aufliegen, sage ich jetzt mal am Dekolleté. Dann hat er die richtige, den richtigen Durchmesser, das mache ich natürlich zweimal. Und dann tue ich die Träger dazwischen sandwichen wieder. Vorne und hinten. Das müsst ihr unbedingt davor dann anprobieren, bevor ihr es zusammennäht, ob es wirklich passt euch oder ob die Träger kürzer wären oder keine Ahnung was. Ich habe das dann auf jeden Fall zusammengenäht und wieder umgedreht. Jetzt habe ich diese wunderschönen Träger da und eben dieses Überbrustband-Dings. Genau. Und das habe ich eben da, das sieht man es eh, einmal rumgenäht. Dann nehme ich
diese Lochspitze, davon habe ich 3 und die tue ich jetzt einfach so zusammennähen, weil die haben alle so eine Trichterform. Dementsprechend tue ich das quasi immer so abwechselnd hin und her legen, damit dann dadurch ein großflächiges Stoffstück entsteht. Das tue ich zuerst normal einfach drüber nähen mit einem Geradstich und dann mit der Overlock versäubern. Dann tue ich das ganze Stoffstück in 2 Teile schneiden und dann nochmal zusammennähen. Jetzt habe ich ein ganz langes Stoffstück. Und das werde ich jetzt komplett an dieses Oberteil dran nähen und man sieht es nicht ganz genau, aber ich pinne das nur an die äußere, an den äußeren Kreis dran, an die äußere Stoffschicht. Nicht an die innere Stoffschicht, Stoffschicht, oh Gott, Zungenbrecher. Und dann tue ich das Ganze wieder mit der Hand rein. Ich mache das mit der Hand viel lieber, ihr könnt es natürlich auch mit der Nähmaschine machen. Und tue das immer so etappenweise machen, das wisst ihr auch, die meine Videos öfter schauen, wissen, dass ich es gerne etappenweise reihe. Und dann, jetzt habe ich quasi das Ganze, jetzt ist quasi die linke Seite, schaut mich gerade an. Ich habe das Ganze umgedreht und ich pinne jetzt quasi den Futterkreis über diese Naht drüber, klappe natürlich die Nahtzugabe rein und tue das zusammenpinnen mal. Und dann kann ich es wieder umdrehen und dann sieht man da wunderbar, wo meine Pins sind und dadurch jetzt entlang nähen. So ist quasi die innere Seite attached und man sieht keine rohe Naht. Unten habe ich es mit der Overlock versäubert, aber ich möchte das da genauso wie bei den Ärmel dran haben. Das habe ich also gesimrippt und dann einfach abgesteppt auf die Innenseite von der unteren Kante und that's it! Ich meine, ich muss sagen, es ist vielleicht nicht ganz so passend mit der Lochspitze und diesem krassen karierten Muster für die Hose, aber es musste jetzt in dem Fall zusammenpassen. Aber ich würde es wahrscheinlich anders kombinieren normalerweise, aber ich liebe das Oberteil. Es ist super lässig und entspannt, einmal was anderes. Ihr wisst, ich mache sehr gerne hautenge Sachen und Crop-Tops und das hätte ich hier theoretisch auch machen können, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal halt was Weites, was Lockeres, was ich auch zu Hause zum Chillen und Zirko quasi. Und die Hose ist so gemütlich, ohne Schmarrn, Leute. Sie ist so beweglich, schaut euch das an. Faszinierend. Ich finde es echt cool. Es sitzt wirklich super gemütlich, super entspannt. Ich liebe die Hose, weil sie einfach so chillig ist und dieses Flanell ist einfach so gemütlich. Also ich bin echt happy. Ich bin da sehr begeistert, sag ich jetzt mal, von meiner ersten Hemdhose meines Lebens. Also das finde ich definitiv ein Win. Und ja, also wie schon gesagt, aus dem Oberteil ist halt wirklich, ich meine, aus dem Kleid ist halt wirklich nur ein kleines Oberteil geworden. Aber ich finde es echt cute und es hat noch so ein bisschen so einen Vintage-Charme, aber ist auch modern. Und ich habe das auch, so diese Art von Oberteile habe ich auch sau oft jetzt zur Zeit auf Instagram gesehen und so. Also nehmen finde ich das ganz cool. Aber dass ihr dann noch die Hose besser seht, werde ich jetzt gleich mal das Oberteil ein bisschen eincroppen und reinstecken, damit ihr die Hose ein bisschen besser seht. Tada, das ist die Hose. Ich finde das echt cool vorne mit diesem Sailor-Opening. Sag jetzt mal, und hinten ist schön mit dem Gummizug. Dann passt das super, schminkt sich voll gut an in der Hüfte und ist halt wirklich so gemütlich. Oh mein Gott. Also von dem her, ich hoffe, es war vielleicht mal was dabei für euch und so. Und dieses Oberteil kann man tatsächlich ja sehr gut einfach aus Stoff nachmachen. Und ja, also von dem her, wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch und Sonntag. Und ich hoffe, euch hat mein Thrift Flip gefallen. Und bis dann!